bayerischer Wissenschaftsminister und Kunstminister. Kunst, Theater, Oper, Musik, aber auch Musikschulen, Ausbildung, im wissenschaftlichen Bereich natürlich die Ausbildung, im akademischen Bereich, aber auch Perspektiven aufmachen. Im Bereich der Regionalisierung mit vielen Fachhochschulstandorten oder mit ganz in die Zukunft gerichteten Projekten wie der Weltraumfakultät an der TUM in München. Bayerns Stärken bestehen darin, dass man Tradition und Moderne zusammenbekommt, dass man die bayerische Lebensart in Altbayern, in Franken, in Schwaben gut zusammenbringen kann mit einem hohen Anspruch, Dinge zu entwickeln, ganz modern zu sein. In den 60er Jahren Franz Josef Strauß mit Luft- und Raumfahrttechnik, Edmund Stoiber mit der Hightech-Offensive, jetzt Markus Söder mit den Dingen zum Thema Digitalisierung. Das sind einfach Dinge, wo die Traditionen vorhanden sind und Neues auf den Weg gebracht werden kann. Das macht Bayern aus. Gestalten. Gestalten, den Menschen Perspektive geben, auch deutlich machen, dass hinter all diesen einzelnen Maßnahmen eine große Idee steht, ein Überbau da ist, nämlich Bayern und die Menschen, die hier leben, weiter nach vorne zu bringen, im Bereich der Wissenschaft, der Kunst, das zu pflegen, was den Menschen zum Menschen macht, also über die reine Anwendbarkeit hinaus. Absolut sprachlos passiert Politikern relativ selten, aber wenn man mal gelobt wird, wenn man Unterstützung bekommt, wenn man Anregungen bekommt von Seiten, wo man nicht damit rechnet, dann ist man erstmal sprachlos. Wir Politiker denken doch ganz oft in Schemata und wenn diese Schemata durchbrochen werden, dann müssen wir immer daran arbeiten, dass wir unsere Überraschung auch überbrücken können. Kommt drauf an, wenn ich nach München muss, fahre ich gerne mit dem Zug, weil ich erstens von meiner Heimatstadt Plattling eine sehr gute Eisenbahnanbindung habe und dort viele Menschen treffen kann und am Montag ist man mit dem Zug verlässlicher in München als mit dem Auto. Wenn man dann in die Fläche muss, dann ist das Auto natürlich oftmals ganz, ganz wichtig. Auf was ich nicht verzichten kann, natürlich auf meine Familie, meine Frau, meine Kinder und viele gute Bücher, die mir Freund geworden sind, neben den Freunden in Fleisch und Blut. Lieblingsbuch wäre mir an der Stelle ehrlich gesagt lieber. Ich bin ein bibliophiler Mensch und habe jetzt zu Weihnachten eine ganze Reihe von Büchern bekommen. Ich habe gerade viel von Hannah Arendt gelesen. Halte spannend, was bedeutet Verantwortung in Staat und Gesellschaft. Schon was Anspruchsvolles. Mit meiner Frau gehen wir eine Sparkassenrunde, das heißt spazieren und schauen, was los ist. Dann können wir uns gut austauschen. Danach mit den Kindern noch ein Stück zusammensetzen und schauen, was der Tag so gebracht hat. Und ich, wie gesagt, lese sehr, sehr gerne und das hilft ganz enorm auch, den Staub des Alltags ein bisschen abzuspülen. Gute Gespräche, guter Witz, der nicht auf Schadenfreude basiert. Humor heißt nicht auf Kosten anderer lachen zu können. Und dann bin ich bei allen schönen Dingen mit dabei. Der Held meiner Kinder war eindeutig Winnetou. Es war immer schön, diese völlig überdrehten 60er-Jahre-Filme da zu sehen. Der Schatz im Silbersee war einfach schön. Und ich habe die Dinge dann auch wirklich gelesen, hat richtig Freude gemacht. Und später kam dann Gandalf aus dem Herr der Ringe noch mit dazu. Ich habe etwas mitgebracht, was ich jeden Tag auch bei mir trage, nämlich ein Marienemblem. Ich gehe seit 27 Jahren nach Altötting zum Wallfahren. Das ist auch eine geistige Auszeit für mich. Das hilft einfach, mich zu finden und auch zu besinnen. Ich möchte das auch als Minister beibehalten. Und das gibt einfach Schutz und Sicherheit. Wir streben und arbeiten alle jeden Tag ganz kräftig, aber es ist immer gute Entspannung und gute Sicherung, wenn man weiß, dass über einem noch jemand ist, der schützend die Hand über einen hält.